Silk Temple was built for the Commasylvian saints who have traveled from afar. I don't think this will be the last time we see each other. Energie in mit dir ausgebrochen, okay. Many events will unfold before you. Are you ready to face the consequences and be responsible for your destiny? May you be with nature and be obedient to providence. White Kamasylph clears and heals wounds. Orwin told me lots of stories. Temple of Elves exists in other places. Luck wasn't on your side, but you are of strong will. The spirit of the forest welcomes you. White Kamasylph clears and heals wounds. Und dann geht's weiter. Nach zur Umalava-Höhle. Also da, wo unsere nächste Season-Quest auf uns wartet. Ups! Da bin ich abgestiegen vom Pferd. To work in the cave again soon. Okay, hiervon muss man jetzt 30 besiegen. Thank you.
Hier ist ein Rissboss von mir noch. Der ist ein bisschen ungünstig, wenn der uns jetzt hier heult. Die Gruppe 1 von Pets aus. Hauptsache, wir kommen dem Rissboss hier nicht zu nahe. Na komm schon. Das war mal bestimmt wieder vor der Tür mit dem großen, was auch immer es ist, reden. Der heißt auch Ferret, aber ist ein bisschen was stärker wie der Ferret, den man besiegt, wenn man hier normal ist. Und wieder rein und die unkontrollierbare Hitze ein bisschen beseitigen. Wobei unkontrollierbar und versuchen runterzukühlen ist ein bisschen was optimistisch. Irgendwo soll man hier noch Kühlflüssigkeit reinschütten. Vielleicht ein bisschen tiefer. Da unten ist noch so ein Quest-Licht leuchtend. Na komm. Corsarin. Vien. Feurige Lava brodelt in dem Loch, okay.
bekommen wir eine Kiste für. Dafür bekommen wir einen Haufen Steine. Jetzt weiß ich gerade nicht, was für welche wir schon hatten. Dobat, Taritas oder Herkules. Gucken wir nochmal in unseren Inventar. Das ist Taritas, das ist Dobat. Also fehlt uns noch Herkules, wenn ich mich richtig erinnere. Dafür bekommen wir wieder ein Buch. Ich glaube, die ist sogar abgeschlossen. Das waren wieder ein Haufen Talent-EP. Und jetzt müssen wir den Ferrit-Boss bezwingen. Nicht den da unten, den anderen. Also ich weiß nicht, wie der gegen Wasserangriffe immun sein kann. Aber okay. Einfach nicht hinterfragen. Auf jeden Fall wird es langsam relativ schwierig mit den Bossen. Das heißt, so langsam haben wir auch das passende Level für den Bereich.
Das war auf jeden Fall mal eine schnelle heiße Nummer. Mit dem Lavavieh. In the cave again soon. Don't just stand there. No help there out of the water. Don't you worry. We can stop this. We will be able to work in the cave again soon. Also ich weiß, dass hier ein Pferd stand von mir. Wurde das Pferd gekillt? Bestimmt. Ich mache einen Zwischenstopp in Tarif, weil da ist ein Stall in der Nähe. Kann ich auch direkt den Tarif zwischenlagern. Hätte ich vorher reingucken sollen, ob wir da noch was haben zum Tauschen. Preparing horse feed is just. Okay, es ist verletzt.
Ich weiß zwar nicht, wo es gestorben ist oder woran, aber es ist passiert. Zum einen züchte ich eh nicht so viele Pferde und zum anderen, ja, passiert. Sagen wir es so. Ups. Einmal am Pferd vorbei. Und wenn wir in Altinova sind, lassen wir da auch direkt das Pferd stehen. Dann ist die Gefahr kleiner, dass es uns hier irgendwie wieder abhanden kommt und dumme Dinge macht. Das probiere ich direkt mal aus, in eine Rüstung umzusetzen. Den Helm. Ich sollte Animationen überspringen machen. Jetzt sind wir wieder bei 3. Also Helm und Handschuhe fehlen uns noch. Mussten wir nicht noch etwas dem Schwarzgeist zeigen? Nein.
is it? What are you looking for? People will start getting suspicious if you wander around. Oh, it's best not to show that you're an adventurer. It's easy to get into trouble in Altanova. Life is luck. There is no such thing as property. Whoever gets it first is the owner. I feel anxious after living this long. It's the best to prevent troubles from happening. So, und ich würde mal sagen, wir sind in Altanova angekommen. Und das soll es dann für diese Aufnahme mal wieder gewesen sein. Ich bin glücklich, dass wir diese Runde eine Xaka-Bosswaffenkiste bekommen haben. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal und bye. Tschüssi.